Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Total War. Attila auf sehr schwer mit den Vandalen und wir neigen uns wirklich dem Ende zu. Es geht langsam aber sicher in die Zielgerade. Ich gehe mal kurz noch hier ein paar Sachen durch. Jedenfalls, wir wollten ja Rom noch haben. Handelskai sind ein paar fertig. Jetzt sind wir auf 22.000, haben Saturn auf unserer Seite mit 666 in der Schatzkammer. Müssen wir ganz kurz durchgehen bei den Einheiten, die wir rekrutiert haben. Ja, der hat noch ein bisschen was zu tun. Guck mal eben, ob ich alle aufgestellt habe. Natürlich nicht. Genau, den schicken wir darüber. Der kann sich hier aufstellen. Ich könnte noch mehr tun. Du machst jetzt schon genug. So, ihn haben wir aufgestellt. Er ist aufgestellt. Die machen gerade, belagern die Stadt. Die haben vom Movement nichts mehr übrig. Die haben wir ja zum Sperren da oben hingeschickt. Der König ist hinter dem her. Dann haben wir hier in der Stadt noch den stehen. Wobei es gerade echt egal ist, in welcher Stadt der steht, weil wir kriegen auf jeden Fall Feinde. Wir haben hier vorhin noch die Belagerung. Haben wir die Leitern fertig? Nein, die brauchen zwei Runden. Also setzen wir die Belagerung fort. Der Spion hat hier oben kurz Ärger gemacht. Aber es war es dann auch relativ schnell wieder. Also sind wir am Ende der Runde. Und unser Statthalter hat noch Fähigkeiten bekommen. So. Gucken wir mal, was die anderen machen. Ja, da will der Streiter mich ärgern rechts. Und hier versucht er jetzt auch an der Stadt ein bisschen was hinzukriegen. Da hat sich übrigens schon die Sklavenarmee gebildet. Beziehungsweise die Aufständigen. Die wieder Reiter und Onager haben werden zum Start. Warum einfach nur denkt, verdammte Hacke, wieso? So, die Armee wurde bedrängt. Die Siedlung überfallen. Ist alles scheitern. Freudige Nachrichten. Dieses Familienmitglied hat einen Sohn. Eine Tochter wurde geboren und so weiter und so fort. Genau, das Musterungsfeld hier nehmen wir weg. Das Rekrutierungsfeld auch. Die Kaserne behalten wir. Den nehmen wir auch weg. Tischlerei bauen wir gerade auch aus. Genau, und die brauchen noch eine Runde. Jetzt haben wir hier das Forschungsding. Die Kirche haben wir hier auch schon fertig. Was wäre denn Ausrüstung? Ach, wir bauen noch einen Forum. Kommt hier ein Weinhandel hin? Wir belagern ihre Höhle. Alles gut. Ja. Wir schlachten kurz die Sklaven ab. Habt ihr noch weitere Befehle? Nehmen das bisschen Gold von dir und gehen wieder in die Stadt zurück. Ich glaube, er braucht jetzt noch eine Runde. Können den Massilia dann schon die nächste Truppe ausheben. Obwohl, Moment mal. Ja, der meisterliche Waffenschmied, der ist nächste Runde fertig. Verstärken die noch, weil das den Wachstum auch hochballert. So, der ist felsenfest Autorität, minus 2 Loyalität. Hat es mir trotzdem loyal ergeben. Landrick. Kann mit dem Vermächtnis die Waffenbrüder wiederkommen. Ich erwarte eure Befehle. Es gibt
So, erstmal 4 Armbrustschützen. 3 Onager. Dann haben wir noch 14.000 übrig. Das Militärpier baue ich nicht weiter aus. Ja, der bastelt hier noch wie wild. Dann wäre der ausgeglichen. Das ist doch kacke. Der Ausbau ist doch kacke. Kann ich lieber gucken, was wir noch bei uns in unseren Hauptprovinzen machen können. Komm, ich verdiene inzwischen so viel Geld, dann können wir es hier einfach umändern. Diese nisianischen Ställe sind zwar eigentlich super. Den können wir einfach abreißen. Ja, und den können wir nicht changen. Da müssten wir einen weiter abreißen, damit das mit der Garnison wieder funktioniert. So, Brunnenanlage dahin. Karthago ist auch soweit eigentlich ausgebaut. Wir können die Forschung hier noch verbessern. Da haben wir 1900 noch übrig. Die müssen wir jetzt aber nicht einsetzen. Blut und Ruhm. Oh, er hat ein Upgrade bekommen. Plus 5% Schild für die Nahkampfinfanterie. Nimmt er ihn einfach. Und die öffentliche Ordnung, weil er einfach ein Nahkämpfer ist. Beziehungsweise, weil der immer an der Front ist und dann kann der auch ein bisschen was die Stabilität in dem Gebiet wiederherstellen. Sehr schön. Glück gehabt. Denn die Chance war nicht groß. Dann verstärken wir mal den Angriff hier an der Seite. Das ist alles Militärausbildung, Armee stören, Ruf zu den Waffen. Integrität plus 4, wenn auf See, Begleitarmee. Das ist ja absoluter Blödsinn. So, auf nach Kosa. Da werden die uns nicht viel entgegenstellen. Schon wieder eine Kaserne. Den Weinberg behalten wir natürlich. Dann schicken wir die Flotte weiter nach Neapolis. Und da haben wir Rom. Rom, das wonach wir streben. Und im Optimalfall kriegen unsere Bretonen hier oben auch noch Aquilae und Patavium unter ihre Fittiche. Für den Stamm. Das war sehr schön. Na komm. Ich finde ja immer schön an den kleinen DLC-Kampagnen, es geht wenigstens schnell mit dem Rundenwechsel. Kritisch gescheitert, willkommen gescheitert. Gebäudesabotage, da hat er Erfolg gehabt. Kritischer Erfolg bei Unterdrückung. Und wir haben eine Beulenpest und wir haben eine Provinz, wo es nachher Ärger gibt. Das ist mich hier oben. Ja. Ich kann so manches. So, ich versuche den Agent mal ein bisschen zu ärgern. Ich habe einen besseren Ausgang gehabt.
Der Herr verlangt das. Oh mein Gott. Ist ja auch gescheitert. So, die Kaserne halten wir. Dann haben wir die Brunnenanlage noch zu bauen. Das Musterungsfeld kann weg. Kanäle weiter ausbauen. Wir müssen auch wieder den Herrschaften hier etwas anbieten. Guter, edler Freund. Damit die vielleicht irgendwann unserem Imperium beitreten. Komm, sprecht und lasst uns eure Worte. Oder können wir die sogar kaufen? Theoretisch. Sieht schlecht aus. Also Alternative ist, Geschenke machen. Soll er hier das größere Forschungsding noch bauen? Da haben wir minus 13 in Valencia. Weil? Minus 12 durch Einwanderung, plus 18 durch Gebäude. Und ich dachte, das hört sich eigentlich stabilisiert. So, egal. Die Truppe ist fertig. Kann also in Richtung Pisa. Du bleibst stehen. Ihr baut weiter aus. Vor allem fehlen mir jetzt da eh Truppen. Wenn wir ihn darüber ziehen, kann er die andere Armee nicht unterstützen. Wie sieht das überhaupt aus? Diese Siedlung für den Stamm annehmen. Wisst ihr, was mich stört einfach bei dem Angriff? Dass meine Herrschaften oben schon so angeschlagen sind. Weil auch wenn ich Leitern habe, wir sollen darauf. Die germanischen Schwertkämpfer. Und dann? Dann könnt ihr nicht großartig was machen. Rekrutierungsfeld weg. Freilandplatz, okay. Der Friesen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Der kann dann rüber in die andere Stadt und da kann er weiter rekrutieren. Das ist ja schon mal ein bisschen näher. Wir brauchen gute Kämpfer. Was möchtet ihr besprechen? Komm, weiter. Der kriegt den nicht. Der kriegt den einfach nicht. Ja, hier könnten wir Agenten rekrutieren. In Nimes zum Beispiel. Seid gegrüßt. Wie kann ich euch helfen? Indem ihr einfach weiter lernt und das macht, was ihr schon die ganze Zeit macht, unsere Religion verbreiten. Theodegisia. So, ihr macht hier nur die Blockade. Roma werden wir natürlich selbst die Schlacht nachher schlagen. Aber erstmal geht es um Ravenna.
Scheiß Agenten, lass mich gefaced in Ruhe. Da war eine Armee mit Aufstand. Da kommt eine Truppe unserer Verbündeten. Ja, soeben möchte auch was schicken. Gebäudesabotage. Haben die zweimal gemacht, ne? Genau, reparier den mal. Dann setz hier ruhig Felder. Oder haben wir noch irgendeine Alternative? Ja, wir können was machen, um die auserwählten vandalischen Plünder zuzukriegen. Das sind nämlich die Felder. Alles andere ist ja eigentlich gesetzt. So, stehen wir erstmal auf minus 1. Agent erstmal runter. Agent manipulieren, täuschen. Gescheitert, hat aber auch nichts dabei dazugelernt. So, jetzt können wir den ein bisschen einkesseln. Wie lautet euer nächster Befehl? Die neue Armee kann sich mal in Pisa reinstellen. Ach, scheiße, da ist das Gift. Beziehungsweise da ist die Pest im Moment. Egal. Kämpft mit uns. Es ist ein gutes Leben. Wir brauchen gute Kämpfer. Zwei Speere, vier Schwerkämpfer. Jetzt müssen wir erstmal... Hier unten habe ich es gesehen. Hier kann ich die Agenten rekrutieren. Wie kann ich euch helfen? Ihr Prinzen sei der Vater. Wie kann ich euch helfen? Muss mal eben gucken. Ja. Damit sind wir voll. Ich sehe gerade, hier ist noch die Verarmung um minus 1. Da müssen wir auch hier die Brunnen weiter ausbauen. Plus 5. Ich klicke mal ein bisschen durch, um zu schauen, ob alles relativ stabil ist. Ja, Portus macht minus 3 im Moment. 6 durch Gebäude, 2 Technologie, Charaktere, religiöse Differenzen, Einwanderer, politische Situation minus 1. Tja, was soll man machen? Hier haben wir nie das weitere Forum gebaut. Machen wir jetzt mal. Können auch die Nahrungsmittel weiter ausbauen. So. Hier fehlt ein bisschen Sauberkeit. Müssten wir nachher noch machen. Jetzt haben wir hier sanitäre Anlagen gesamt 7, 6. Also hier auch die Herden noch ausbauen. Hier haben wir auch ein Forum, was wir nie ausgebaut haben. Ja. So ist das dann. Wir den Herrn, unseren Retter! Ich sehne mich
noch einen Kampf. Mein Volk möchte... Ah, ich habe vergessen, unsere Freunde wieder zu bestechen. Sind halt nicht so geil wie die Bretonen. Die Bretonen würden sofort mit mir ins Imperium gehen. Aber in Bretonen brauche ich im Moment die Handelseinnahmen mehr. Armeebedrängen interessiert mich eigentlich nicht. Siedlung überfallen. Gebäudesabotage. Frido wurde geboren. Ja, das wird auf jeden Fall einer der ganz großen. So, hier wollten wir dann die Rinderherde machen. Wir wollten sanitäre Anlagen weiter ausbauen. Religion lasse ich gerade mal eben. Was können wir hier unten noch machen? Den Weinhändler noch ziehen. Ach scheiße, weißt du, was mir gerade auffällt? Was wir bestimmt, was wir eigentlich machen wollten. Wir wollten hier kein Forum bauen, wir wollten das Nahrungsmittellager bauen. So, gehen wir in die Richtung der großen Onager. Ja, hier oben können wir jetzt auch große bauen, ne? Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst? Ist egal, wir nehmen erstmal nur die kleinen. Mach nochmal zwei Sperre rein und dann werden wir uns darum kümmern. Sind aber nicht die Truppen. Ich nehme mal die leichte Nahkampfkavallerie anstatt die schwere. Oh! Er ist wieder fit. Hohe Chance, ihn zu verwunden. Das wird mir erstmal reichen. Sehr schön. Kritischer Erfolg, weg ist er. Fällt der auch wieder weg. Plus 20, 26 durch Militär. Wie viele Truppen haben wir drin? Nur die eine noch, ne? Ah, ne. Der hier bei Pisa oben, der ist auch drin. Dann können wir ihn sogar wirklich weiterziehen in die andere Stadt. Und da haben wir eine ganz dämliche Berechnung, weshalb wir nächstes Mal diese Schlacht selbst schlagen werden. Bis dahin sage ich, tschüss, Freunde der Spiegeltour, euer Doc. Badabim.